too much longer. So we're happy to say Fallout 4 is coming out November 10th this year. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir über zahlreiche Themen reden, weil es so lange kein Video mehr gab. Dafür möchte ich mich bei euch mal entschuldigen. Ich muss mich nicht entschuldigen, aber ich möchte mich entschuldigen, einfach weil es längere Zeit nichts mehr gab auf meinem Kanal, im September noch gar nichts. Und deswegen wollen wir in diesem Video einfach mal über verschiedenste Themen reden und auch der Grund, warum es längere Zeit kein Video auf meinem Kanal gab. Und keine Sorge, es ist nichts passiert, nichts Schlimmes, im Gegenteil. Ich war nur am übelst suchten. Was ich genau gesuchtet habe, erfahrt ihr in dem Video. Es geht um zahlreiche Themen. Es geht um eure Lieblingsrollenspiele, um Witcher 3, um Fallout 4 und noch ein Rollenspiel, was ihr vielleicht noch nicht so auf dem Zettel hattet. Es gibt nämlich zu all diesen Spielen News. Damit fangen wir an. Danach reden wir ein bisschen über euch. Ich habe nämlich zwei User, auf die ich mal eingehen will. Zwei von meinen Abonnenten, die ich mal hervorheben will, wo was war. Was das sein wird, seht ihr dann. Haltet auf jeden Fall bis dahin durch, es lohnt sich nämlich. Und dann zum Abschluss möchte ich mit euch ein bisschen über Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain reden. Ja, so viel nehme ich schon mal vorweg. Das war der Grund, warum es längere Zeit nichts auf meinem Kanal gab, weil ich das so derbe gesuchtet habe. Was ich von dem Spiel halte, erfahrt ihr dann gegen Ende des Videos. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit den News. Und zwar will ich gleich mal mit dem Spiel anfangen, was vielleicht der ein oder andere noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Und zwar ist die Rede von Divinity Original Sin. Das ist ein ganz klassisches Rollenspiel. Ich habe früher so Sachen wie Baldur's Gate total geliebt und Divinity Original Sin schlägt etwa in diese, ist etwa sowas in diese Richtung, nicht ganz, weil es ist ein rundenbasiertes Kampfsystem, es ist so top-down, isometrische Ansicht eben von oben. Das erinnert eben an so Titel wie Baldur's Gate. Man stellt da eben auch seine Party zusammen und erinnert mich einfach an ganz klassische Rollenspiele, die es so vor 15 Jahren in etwa gab und ich total gerne damals gespielt habe. Und da freue ich mich riesig drauf. Wer jetzt einen PC hat, wird sich jetzt denken, was freust du dich da drauf, das Spiel ist doch schon ewig raus. Es war damals so ein Kickstarter-Projekt, das ist ziemlich durch die Decke gegangen. Da wird auch ein zweiter Teil inzwischen gekickstartert und der erste Teil kommt jetzt eben auch für die PlayStation 4 als auch die Xbox One raus. Und Release-Datum ist gar nicht mehr in allzu ferner Zukunft und zwar am 27.10.2015 können wir damit loslegen. Ihr seht ja hier ein bisschen Gameplay, Trailer, könnt ihr ein bisschen schauen, ob euch das Ganze gefällt. Ich freue mich da riesig drauf. Es ist halt die Frage, ich bin mit solchen Spielen aufgewachsen damals, wie das für jemanden ist, der jetzt jünger ist und eher so diesen moderneren Rollenspiele eben kennt, ob der damit auch was anfangen kann. Wenn ihr mehr Videos zu Divinity Original Sin sehen wollt, könnt ihr es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn es dann raus ist, ob ich dazu was bringen soll. Und dann werde ich dem Wunsch sicherlich nachkommen, denn das zocke ich auf jeden Fall und ist auch sehr weit oben auf meiner Wunschliste oder Wunschzettel. Dann gibt es Fallout 4 News und zwar haben sie jetzt rausgehauen, es wird das allererste Mal von den Bethesda Game Studios einen Season Pass geben. Normalerweise hat Bethesda ja immer so nach und nach neue DLCs rausgehauen, aber hatte eben keinen vergünstigten Preis. Wenn man es irgendwie alle gekauft hat, musste sich eben alle einzeln holen. Also in dem Fall ist ein Season Pass echt eine sinnvolle Sache. Preis steht auch schon fest, 29,99 soll der ganze Spaß kosten. Wie viele DLCs drin sind, steht noch nicht fest. Die haben nämlich gesagt, okay, wir befinden uns jetzt doch im Endstadium der Entwicklung von Fallout 4 und wir beschäftigen uns noch gar nicht wirklich mit dem Content. Wir wissen nur, wir bringen DLCs etwa im Umfang wie damals bei Skyrim oder Fallout 3, so in die Richtung. Ich hoffe eher so wie bei Fallout 3, weil da gab es mehr DLCs als bei Skyrim. Und ich persönlich, ich lag ja in letzter Zeit oder in der Vergangenheit, was so Ankündigungen von Bethesda anging, immer ganz gut und richtig. Tippe ich jetzt hier auch mal, ich tippe auf 4 DLCs, à 10 Euro. So dass man eben 10 Euro spart, wenn man sich den Season Pass kauft, statt sich diese DLCs einzeln zu kaufen. Prinzipiell bin ich kein Freund davon, Sachen zu kaufen, wenn man noch gar nicht weiß, was man bekommt. Bei den Bethesda Game Studios mache ich gerne eine Ausnahme, denn überlegt man, was es für grandiose DLCs gab. Wenn man an Oblivion zurückdenkt, The Shivering Isles zum Beispiel, Hammer DLC oder Dragonborn aus Skyrim und in Fallout 3 gab es auch generell sehr, sehr geile DLCs. Da gab es diesen einen DLC, wo man so eine Halbinsel hatte mit Zombies, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Der Name fällt mir nicht mehr ein, war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Da dürfen wir uns drauf freuen. generell zum Fahrplan von Fallout 4, wann wird es was geben? Im Veröffentlichungsjahr, also 2015, am 10.11.2015 geht es ja endlich los mit Fallout 4, wird es noch kein DLC geben. Es wird aber kostenlose Updates geben, haben sie gesagt, ähnlich wie bei Skyrim. Das heißt, dass da auch neue Features hinzukommen. Zum Beispiel damals gab es ja bei Skyrim, dass man vom Pferd aus dann kämpfen konnte und sowas. Oder das Legendary Update mit einem neuen Schwierigkeitsgrad. Solche Sachen wollen sie auch machen und da sind sie auf unser Feedback angewiesen, dass wir uns für das Spiel dann wünschen, wenn wir es haben und das werden sie nachreichen. Ich rechne damit, dass man in den ersten Wochen vor allem erstmal ein Patch mit Bugfixes bekommen wird, weil es ist einfach wieder ein riesiges Spiel und man kennt es ja von Bethesda-Spielen, die sind halt verbuggt ohne Ende. Ist nicht so tragisch, solange nichts Game-Breaking-mäßiges drin ist, was euch also einen kompletten Spielstand oder sowas zerstört, dann ist das alles im Rahmen, können sie gerne nachfixen. Hauptsache, wir können endlich wieder in die Ödlande im Fallout-Universum losziehen und von daher ist dieses Jahr mit mehr Content jetzt erstmal nicht zu rechnen, ist aber auch nicht schlimm, wird ja ein Riesenspiel. Anfang 2016 wird es dann das Mod Creation Kit geben, um eben Mods auf dem PC zu erstellen und nachdem das dann raus ist, wird es noch ein bisschen dauern, dass es dann auch für PS4, also auch für die Xbox One Mods geben wird. Jedoch kann man diese Mods nicht an der Konsole erstellen, sondern nur am PC und dann halt auch für die Konsole eben freigeben, damit auch ich zum Beispiel, bin ja Konsolero, euren geilen Content, den ihr mir am PC vielleicht gemacht habt, dann zocken kann. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ja, den ersten DLC wird es wohl dann auch frühestens im ersten Quartal 2016 geben und ich denke dann so übers so jedes Quartal vielleicht ein DLC, das rauskommt, sodass man Ende 2016 durch ist und sich dann mit der Entwicklung wiederum vom nächsten großen Elder Scrolls Teil eben beschäftigt. Das war's mit den Fallout 4 News, finde ich sehr gute News, muss ich sagen, hat mich sehr gefreut, als ich das mit dem Season Pass gehört habe und sie haben auch gesagt, wenn sie doch mehr DLCs machen als erwartet, dann sind die trotzdem alle im Season Pass drin. Also wer sich den einmal holt, der kann sich sicher sein, dass er wirklich jeden DLC, der kostenpflichtig ist, über diesen Season Pass eben bekommt. Dann haben wir noch Witcher 3 News im Angebot und da steht auch was kurz vor der Haustür und zwar das erste große Add-on namens Hearts of Stone und das erscheint am 13. Oktober 2015. Man konnte jetzt den ersten Teaser sehen, ein ganz kurzes Video dazu und hat ein bisschen Infos dazu bekommen. Es wird etwa 10 Stunden lang dauern, das hat mir auch schon damals beim Release gesagt, dass das neue Abenteuer dann etwa 10 Stunden dauern wird. Es gibt keine neuen Gebiete oder sowas, das Ganze spielt in der bekannten Oberwelt, gerade in Ochsenfurt wird es da wohl zur Sache gehen, eine sehr schöne Stadt im Übrigen, wie ich finde, von daher freue ich mich darauf, da ein bisschen mehr zu tun zu haben. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wenn ihr in Ochsenfurt wart, gab es im abgegrenzten Bereich, wo man noch nicht rein konnte, diese Universität. Und ich habe so das Gefühl, dass wir dann im DLC da mal reinschnuppern können. Zudem soll es wohl ein neues System geben, ein Runenwörtersystem wird implementiert. Und ja, was hat es damit auf sich? Das weiß man noch nicht so genau. Sie haben gesagt, damit kann man unterschiedliche Strategien und Taktiken eben erstellen und damit experimentieren. Da bin ich mal gespannt, wie sich das Gameplay-mäßig auswirkt und was da genau hintersteckt. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass da auch Gameplay-mäßig was Neues hinzukommt und nicht nur einfach Content im Sinne von Story, sondern eben auch beim Gameplay was getan wird. Das Ganze wird Teil vom Expansion Pass sein oder aber auch im Einzelhandel erhältlich sein. Das heißt, ihr könnt euch das auch so kaufen für 19,99 €. Ist keine wirkliche Disk-Fassung, ihr kauft euch das dann, da ist ein Download-Code drin, allerdings sind da Kartenpakete bei, also sind 2 Kartendecks bei von Gwent, supergeiles Kartenspiel und ich habe schon 2 Kartendecks, weil ich die Special Edition hatte und das sind jetzt tatsächlich 2 Kartendecks, die mir fehlen würden. Es gibt ja, also es hat gefehlt in der Special Edition das Goyatel und das Monster-Kartendeck, das kriegt ihr jetzt, wenn ihr euch das Ding im Einzelhandel holt. Und der Expansion Pass nochmal zur Erinnerung kostet 24,99 €. Der spart euch also ja, ein gutes Stück, weil wenn man sich die Dinge einzeln kauft oder zum Handeln kauft, wird auch die nächste große Expansion, die im März 2016 kommt, die wird ja auch 20 € vermutlich kosten. Würde mal 40 € zahlen oder über einen Expansion Pass eben nur 24,99 €. Dabei fehlen euch dann aber diese Kartendecks, die ich super gerne haben würde. Also insofern ist das so eine zweischneidige Sache, weil ich habe jetzt schon einen Expansion Pass, hätte aber auch gerne diese Kartendecks. Die sollen aber auch wohl noch einzeln verkauft werden. Ja, warten wir es mal ab. Das war es auch schon zum Witcher 3. Damit haben wir die Rollenspiel-News beendet. Jetzt wisst ihr alles Neue, was es zum Witcher 3, zu Fallout 4, als auch Divinity Original Sin ebenso zu hören gibt. Ich halte euch da weiterhin auf den Laufenden, wenn größere Ankündigungen kommen. Gerade was Fallout 4 angeht, lege ich dann in Zukunft einen größeren Fokus drauf. Gerade wenn es dann Richtung Release geht. So, und jetzt würde ich gerne weitermachen mit euch. Und zwar mit 2 ganz speziellen Abonnenten von mir. Und zwar einmal möchte ich hinweisen auf einen Kanal. namens Keeping Simple. Ich habe euch den mal verlinkt, ist auch jetzt eingeblendet, schaut da mal rüber. Das ist auch ein Abonnent von mir, ihr kennt ihn vielleicht unter dem Namen Powercouch und der hat mit einem Kumpel einen Kanal gemacht namens Keeping Simple und die haben ein Video gemacht über Halo 5, ein News-Video, wo sie super erklären, eben Sachen, die ich jetzt auch überhaupt noch nicht wusste. Schaut es euch einfach mal an, mehr will ich dazu nicht sagen. Der Link ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Super gut gemacht. Als ich meinen Kanal aufgemacht habe, war das lange nicht so, also meine Mikroquali war lange nicht so gut oder der Schnitt, den ich hatte, das war alles katastrophal. Das sieht bei Keeping Simple jetzt schon für die ersten Videos echt schon richtig klasse aus und ist auch super eingesprochen. Habe ich, also wirklich Hut ab, Powercouch. Richtig geil gemacht. Ich will dazu sagen, er hat jetzt mich nicht darum gebeten, darauf aufmerksam zu machen. Das mache ich von mir aus, einfach weil ich ein bisschen unter die Arme greifen will, weil ich super finde, was er macht, was er für Content produziert. Man merkt die Leidenschaft, die er da reinsteckt. Also guckt da mal rüber, er hat jetzt erst 9 Abonnenten oder so. Also da ist echt noch was möglich. Schauen wir mal, was da möglich ist. Aber komm, 3-stellig soll schon werden. Also vielleicht pausiert ihr das Video, klickt mal kurz rüber, abonniert ihn, guckt da mal sein Video an, lasst ihm ein bisschen Feedback da. Oder denkt am Ende vom Video, wenn ich nochmal darauf hinweise, dran, mal rüber auf den Kanal vom Keeping Simple zu gehen. Pusht ihn mal so ein bisschen, damit er einfach mal eine Zuschauerbasis hat. Ist ja auch einer von euch. Und würde ich ja für so engagierte User immer gerne tun. Also der Punkt ist, er ist in den Kommentaren einer der aktivsten, schreibt super lustige Kommentare und ewig lange Kommentare. Und dafür wollte ich mich einfach mal in dieser Form bei dir bedanken, Powercouch. Vielen lieben Dank dafür. Dann habe ich noch einen zweiten User, der hat mich kürzlich angeschrieben. Ich habe erst nach einer Woche geantwortet. Sorry, weil ich war so inaktiv auf YouTube. Also ich habe das schon, ich lese schon alle privaten Nachrichten, die ihr mir schickt. Also da geht nichts unter oder so. Kann halt nur mal sein, dass es mal 1-2 Wochen dauert, bis ich antworte. Wie gesagt, zuletzt war ich irgendwie wenig auf YouTube unterwegs. Und ich meine den den User Fun for Jan. Also ein namensvetter Film, auf ich heiße auch Jan. Und der hat mir einfach mal so eine Nachricht geschrieben, hey, ich habe dir da mal so ein Profilbild gemacht und ein Banner und Pipapo, ich zeige euch die hier mal. Und ich habe es jetzt noch nicht genutzt, ich würde jetzt gerne mal eure Meinung wissen. Seinen Kanal habe ich übrigens auch da verlinkt. Da gibt es aber, glaube ich, keine Videos, was ich gesehen habe, aber er hat sich schon mal einen hübschen Kanalbanner gemacht. Und ja, finde ich recht cool geworden. Beim Profilbild, sage ich ganz ehrlich, stört mich dieses Haar so ein bisschen. Das könnte ein bisschen epischer oder einzigartiger wirken. Mal schauen, ob er mir da noch was anderes zusammenbastelt, dass das ein bisschen cooler aussieht. Aber generell vom Design her, also das Profilbild, was er mir gemacht hat, finde ich, sieht sehr cool aus. Der Kanalballer ist mir auch ein bisschen zu Witcher 3-lastig, da ich jetzt von Witcher 3 so ein bisschen wieder weg bin. Rudert zwar wieder zurück, wenn Hearts of Stone rauskommt, wenn wieder ein paar Witcher-Videos kommen, aber wenn du mir jetzt zuhörst, du kannst mir gerne mal da probieren, so ein bisschen verschiedene Sachen noch reinzubringen, ein bisschen Fallout noch rein, noch ein bisschen Skyrim rein, also Witcher, Fallout, Skyrim so in einem Ding gemixt, mal gucken, was du da so für einen Banner zaubern kannst, würde mich freuen, kannst mir gerne wieder schicken, ich freue mich da drauf, finde ich erstmal super cool, dass du da deine Freizeit opferst, um mir da so Sachen zu basteln, super geil, echt vielen Dank. Ja, dazu gerne auch mal die Meinung, ich bin es nicht mehr gewohnt, so lange zu reden, merkt ihr schon, so ein langes Video zu machen. Gerne eure Meinung unten in die Kommentare, so jetzt. Und jetzt abschließend, nachdem wir über die Rollenspiele und über euch ein bisschen gequatscht haben, möchte ich mich noch ein bisschen mit euch über Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain unterhalten. Der Grund, warum es so lange keine Videos mehr gab auf meinem Kanal. Und jetzt könnt ihr euch erstmal ein bisschen Gameplay dazu angucken. Dazu würde ich sagen, es ist komplett spoilerfrei. Das sind nur Nebenmissionen, nichts mit der Haupthandlung. Ihr werdet nichts über die Story erfahren, werde ich auch nicht drüber reden. Ihr müsst hier keine Angst haben bei Spoilern. Gerade bei Metal Gear sind ja die Fans da sehr, sehr vorsichtig. Wir reden hier rein über das Gameplay und wie mir die Sache so gefallen hat. Ich muss sagen, ich habe über 100 Stunden in dem Spiel verbracht. Ich habe es ein bisschen eher bekommen. 1.9. War der Release für Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4, PC. Also quasi für alles, was kreucht und fleucht, gab es das dann. Und ich bin komplett davon in den Bann gezogen. Dazu muss man sagen, ich bin ein riesengroßer Stealth-Fan. Ich mag auch Open-World-Games und das kombiniert jetzt so beides. Es ist ein Open-World-Stealth-Game und sowas in der Art hatte man eben vorher noch nie. Und wie es Metal Gear Solid 5 macht, ist nahe der Perfektion. Das heißt, ich habe noch nie so ein gutes Stealth-Gameplay gehabt und das Gefühl, wirklich eine Basis zum Beispiel zu infiltrieren, so wie ich das will. Ich kann von allen Himmelsrichtungen da rangehen, hunderttausende verschiedene Gadgets nutzen, die mich zum Ziel führen. Und es ist einfach enorm befriedigendes Spiel und man hat ständigen Fortschritt, Schritt, ey, ist, ohne Scheiß, gerade wird's echt schlimm mit meiner Aussprache, Artikulation, gleich null. Egal, weiter geht's. Und es vermittelt einfach ein unglaubliches Gefühl von ja, spielerischer Freiheit und das Gameplay ist, wie gesagt, grandios umgesetzt. Es sieht auch ganz gut aus, habe ich schon bessere Spiele oder schönere, hübschere Spiele auf Konsole gesehen, das ist mir aber nicht so wichtig. Wichtig ist, es läuft auf der Xbox One oder PS4 60 FPS, auf den Last Gen eben nur in 30 FPS und ist also auch super flüssig auf der aktuellen Konsolengeneration. Auf der sollte man es spielen oder eben auf dem Rechner. Und ich habe endlos viel Spaß mit dem Spiel und der Content ist überwältigend. Man hat 50 Hauptmissionen, 157 Nebenmissionen, zahlreiches Zeug zu tun und es lohnt sich auch, Missionen zu wiederholen, um eben weitere Optionen, optionale Nebenziele zu erledigen oder einen S-Rang zu schaffen. Es gibt einfach so viel zu tun in diesem Spiel. Es ist wirklich überwältigend. Ich bin jetzt bei 100 Stunden oder über 100 Stunden und habe, glaube ich, 63 oder 64% Abschlussrate. Bin aber mit der Hauptstory komplett durch, muss ich dazu sagen. Die war auch ganz gut. Vielleicht Metal Gear typisch, nicht mit so vielen Cutscenes. Es gab ein paar What-the-fuck-Momente, hat man aber auch schon krasser erlebt. Was mir aufgefallen ist, man erlebt viel mehr nebenbei über gewisse Charaktere oder man wird belohnt, wenn man viel an der Mother Base, die Basis, die man immer aufbauen kann, seine eigene Armee, die man da aufbaut, wenn man die ein bisschen durchsucht, findet man einige ziemlich krasse Cutscenes und Enthüllungen, die ich so nicht erwartet hätte, die vielleicht der Spieler, der jetzt eben nicht so auf Erkundung aus ist, gar nicht eben mitbekommt. Das heißt, es ist nicht so aufs Auge, es ist überall ein Marker gesetzt, dass man irgendwo weiß, okay, hier ist jetzt eine wichtige Cutscene. Nein, Erforschung wird belohnt von Kojima. Und das hat mir eben auch richtig, richtig gut gefallen. Generell will ich über das Spiel viel reden und deswegen habe ich dazu mir auch überlegt, dass wir eine Art Podcast machen, aber ich hinterlege das auch mit Gameplay, wirklich so eine Stunde über Metal Gear oder eine Dreiviertelstunde Metal Gear, dass ich mir da zwei Leute hole. Die sind auch beide schon im Boot, wir müssen nur noch eine Zeit finden, wann wir das mal zusammen aufnehmen und dann reden wir dann noch ausführlicher drüber. Prinzipiell, um euch nochmal so einen Eindruck zu geben, oder für wen ist das was, also wer irgendwie was mit Stealth-Spielen wie Splinter Cell anfangen kann, braucht dieses Spiel. Wer Metal Gear Fan ist, braucht dieses Spiel sowieso und wer gerne ein Open-World-Game hat mit vielen Spielereien, mit einer riesigen Sandbox, mit einer super Gegner-KI, die sich dynamisch anpasst. Nur als Beispiel, wer viel Headshots gibt, irgendwann tragen die Gegner eben Helme und es ist ein dynamischer Schwierigkeitsgrad einfach drin, der super genial gelungen ist. Der braucht dieses Spiel. Und es hat ja auch zahlreiche 10 von 10 oder 100% Wertungen abgeräumt. Man fragt sich so im Vorfeld, ja, kann das denn sein? Sind die denn nicht irgendwie geschwärzt hier, diese, ja, nicht geschwärzt, sind die nicht irgendwie vielleicht bestochen oder sonst was? Denkt man sich was immer. Nein. Jede 10 von 10 oder jede 100% Wertung zu diesem Spiel ist absolut gerechtfertigt. Es ist absolut großartig, genial. Ich liebe alles an diesem Spiel. Es gibt wenig Kritikpunkte und es ist dann wirklich so Nitpicking, dass man sich Kleinigkeiten raussucht, die nicht so ganz so geil sind. Spontan gibt es vielleicht hier und da mal einen Clipping-Fehler oder sowas, wo der Snake dann an irgendeinem Absatz hängen bleibt oder sowas. Oder die Story hätte jetzt noch krasser sein können oder sowas, wie man es von Metal Gear kennt. Aber vom Gameplay her gibt es wirklich an sich nichts zu bemängeln. Nichts, was mir jetzt spontan anfällt, wo ich sagen würde, ja, das hätten sie anders machen müssen. Das ist wirklich in Perfektion. Stealth-Gameplay, Infiltration. Um das ein bisschen zu erklären, wenn man jetzt zum Beispiel... Man soll eine Basis einnehmen und da eine Person eliminieren. Und ich habe ja verschiedenste Möglichkeiten, daran zu gehen. So, und ich mache jetzt da ein bisschen stealth-mäßig, schalte ein bisschen mit meiner Tranquilizer-Pistol, mit dem ich die Gegner betäuben kann, ein paar Gegner eben aus, extrahiere die. Also extrahieren heißt, man holt die mit so einer Fulton, mit so einem Ballon nach oben und die können dann auch für euch kämpfen. Das heißt, man scoutet davor, okay, mit so einem Monocular, um Gottes Willen, Aussprache. Man kann auf jeden Fall Gegner scannen und sieht dann, was die für Fähigkeiten haben. Und wenn die besonders gut sind, braucht man die halt für seine eigene Armee. Man hat verschiedene Teams, Kampfeinheiten, Informationseinheiten, Sanitätsteam und so weiter und baut ja auch langsam seine Mother Base aus. Das heißt, man sieht irgendwo einen Typen, will eigentlich zum Ziel, denkt sich aber, oh, der hat geile Stats, dann sackt man den erst ein, extrahiert den raus zur Mother Base. Da macht man weiter, verhört vielleicht noch einen Typen, erfährt, oh, das sind Ressourcen. Die Ressourcen brauche ich, um meine Basis weiter auszubauen. Ich brauche eine neue Entwicklungsplattform. Mit der Entwicklungsplattform kann ich mir dann die Waffe bauen, die ich unbedingt haben will, mit dem unendlichen Schalldämpfer in der Pistol drin. Mit der Pistol wiederum kann ich dann die eine Mission, die so schwer war, nochmal angehen und so weiter. Und so ist es so ein durchgehender, man hat ständig das Gefühl, belohnt zu werden, man arbeitet ständig auf was hin und das hört nie auf. Das ganze Ding hat auch ein Endgame, man hat eine Online-Anbindung, was echt am Anfang eine Katastrophe war, inzwischen läuft's. wo man eben auch online andere Basen, andere Mother Bases, sogenannte FOBs eben infiltrieren kann und da wiederum Personal rausholen kann und solche Geschichten. Das ist echt ein cooles System und wirklich enorm viel Content. Ich kann das gar nicht alles jetzt in der kurzen Zeit erklären. Auf jeden Fall enorm motivierend und ich spiele es immer noch gern. Diese Sogwirkung hört nicht auf. Das muss man erstmal schaffen, wenn man über 100 Stunden im Spiel drin ist, denkt man ja, es gibt vielleicht ein paar Müdungserscheinungen. Ach doch, einen Kritikpunkt habe ich noch. Es gibt zwei große Oberwelten, einmal Afghanistan, einmal habt ihr Afrika. Es hätte so eine dritte Oberwelt gefehlt, einfach um nochmal dem Auge ein bisschen Abwechslung zu geben, denn irgendwann sind so die Wüsten von Afghanistan oder die Urwälder von Afrika so ein bisschen ausgelutscht. Man hat sich an den Farbgebungen auch einfach irgendwo satt gesehen. Das heißt, da hätte man vielleicht doch noch ein bisschen was hinterherlegen können, um ein bisschen mehr Abwechslung zu haben. Aber abseits davon wird es echt nicht langweilig in dem Spiel. Und ja, schlussendlich bleibt zu sagen, ihr kriegt schon mit, ich bin da total begeistert von, ich kann es euch wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr euch auf das Video freut, auf diesen Podcast, lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da oder wenn euch dieses Video generell gefallen hat. Und ich mache es jetzt mit Phantom Pain dann doch mal kürzer, als ich es erwartet hätte. Ich will noch viel drüber quatschen, das hebe ich mir aber auf, für wenn wir uns ein bisschen mit anderen Leuten unterhalten. Und das wird aber auch spoilerfrei sein. Wenn wir vielleicht nochmal über Spoiler reden wollen, würde ich da ein extra Video machen und dann auch im Videotitel explizit darauf hinweisen, dass keinem eben die Story gespoilert wird. Ja, und jetzt vergesst nicht, bevor das Video zu Ende ist, zum Keeping Simple mal rüber zu gehen, zu dem Kanal vom Powercouch und dann ein Abo dazulassen und euch das mal anzugucken und zu bewerten und zu kommentieren, könnt ihr auch gerne unter diesem Video tun. Und das war's mit diesem Video, etwas länger wieder geworden, einfach weil es so lange nichts mehr gab, wollte ich einfach mal vieles in ein Video packen. Ich will jetzt nichts versprechen, wann, wie, was kommt, weil irgendwie bin ich gut darin, dann diese Versprechen nicht einzuhalten. Insofern schauen wir einfach mal. Ich versuche zumindest jetzt immer am Sonntag noch wieder ein Video zu bringen. Und wie gesagt, spätestens wenn Fallout 4 rauskommt, gibt es richtig viel Content wieder. Und dann auch alle 2-3 Tage, zumindest am Anfang im ersten Monat, wenn Fallout 4 wie gesagt raus ist. Bis dahin bleibt mir gewogen. Haut rein.